So, hallo. Bevor ich die Version noch zur Verfügung stelle, dachte ich mir, ich probiere die erstmal nochmal aus. Denn ich habe jetzt die Rezepte hier ein bisschen angepasst, obwohl die bestimmt immer noch irgendwie seltsam sind. Aber ich habe zum Großteil die Flüssigkeitssachen um den Faktor 10 erhöht, außer alles, was MFs betrifft, weil ja, da weiß ich nicht, ob da die Balance dann noch stimmt, weil zuvor habe ich die ja schon um 10 erhöht gehabt in der Berechnung der Energiemenge. Und wenn ich die jetzt nochmal um den Faktor 10 erhöhe, stimmt die Energierechnung, denke ich mal, überhaupt nicht mehr. Und deshalb habe ich das in dem Fall auch gelassen. So, hier brauchen wir noch Zentrifugen. Und dann kann man das aufbauen und erstmal eine Weile vergessen, weil ich habe gehört oder gelesen, dass die Chancen da verdammt schlecht sind. Aber bevor wir dort weiter brauchen können, brauchen wir hier Beton und dazu brauchen wir Ziegel und Eisen. Ist ja im Prinzip nicht so schlimm, denn Eisen haben wir hier noch herumschwirren, hier hinten am Strang. Und wie gesagt, das wollte ich eigentlich nochmal alles ein bisschen mehr. Und sogar Wasser. Also perfekt, wir können hier direkt das auf der Ecke bauen. Das ist heute nicht die schönste Stelle, um das anzugehen, aber eine praktische Lösung. Und dann kann ich hier einen Baum nehmen, der um die Ecke reicht. Nämlich so, und der nimmt sich Eisenerz. Und dann brauche ich bloß noch ein paar Ziegel und die werde ich hier mit Requester Chest und Provider Chest der ganzen Sache, hoffe ich mal, in die Wege leiten. So. Gucken wir mal. Und das können wir weglassen. Aber Ziegel gibt es hier und ja, wahrscheinlich lässt sich das sogar optimieren, wenn ich was hätte. Also nur Stromreduktion. So, damit bekomme ich also jetzt das Ganze. Und hier ist jetzt, ja, das ist eben, wie gesagt, alles jetzt ein bisschen undurchsichtig durch die geänderten großen Zahlen. 800 Wasser, dann kommen 500 raus und vorher war es 80, 50, sowas in der Drehe. Ja, die Grafik muss ich auch mal ändern. Ich habe hier eine neue gemacht, allerdings nicht für meinen Mod, sondern für einen anderen Mod. Und da habe ich die Größe schon angepasst auf ein vernünftiges Maß, also klappt das dann. Ich habe die Wassergeneratoren angepasst. Die bringen jetzt auch mehr Wasser. Aber wie gesagt, das mit den MFs ist einfach so geblieben und deshalb macht das jetzt vielleicht auch mehr Sinn, noch mehr Sinn, diese Rohre zu nehmen, weil die reduziert sind und ich werde die vielleicht auch noch mal in der Größe nochmals reduzieren, so dass die wieder schneller ihren Füllstand erreichen. Wasserpumpe ist hier und wenn ich das nicht vergessen habe, dann klappt das jetzt hier auch. Und ihr seht hier, die Produktion ist jetzt 600 pro Sekunde. Das ist theoretisch, war das bei dem alten genau das Maximale, was durch ein Rohr pro Sekunde ging. Und der andere Wassergenerator erzeugt praktisch dasselbe, bloß eben alle 2 Sekunden 1200 und mit dem gleichen Effekt. Theoretisch sollte das eigentlich geringer sein bei dieser Wasserpumpe. Ah ja, ist halbiert. Ne?
Ja, kurz, bin kurz unterbrochen worden, kurz abgelenkt. Jetzt geht es weiter. So, am besten ist eigentlich, weil ich auch dann die neuen Züge hier zum Einsatz bringen möchte, den ganzen Bahnhof, den können wir eigentlich so wie er ist, irgendwann mal wahrscheinlich wegreißen, weil vom Konzept her geht das ja nun so nicht mehr auf. Und hier habe ich eine Lok geparkt. Ja, na gut. Aber schon getrennt in Diesel und Koks, das ist super. Und ich möchte ja noch meine Strecke insgesamt ein bisschen erweitern. Also hier, die Lok fährt zuverlässig ihre Kreise, obwohl sie nichts geladen hat. Und die steht aktuell, weil sie darauf wartet, dass sie vollständig entladen wird. Denke ich mal. Ja. Okay. Also hängt es jetzt davon ab, dass wir möglichst zeitnah diese Dinger bauen können. Und ich müsste natürlich auch mal irgendwas hier weiter forschen. Nuklear Sache, das brauche ich nicht hier. Ich glaube, in der Richtung hier muss man weiter forschen. Ansonsten kommt man nie weiter vielleicht, aber egal. Und hier werden wir auf alle Fälle jetzt die Zentrifuge benutzen, um einfach alles zu zentrifugieren, was sich da so anschließt. Und da ich ja davon auch jetzt kein Experte bin, dann möge mir man das verzeihen, dass ich hier einfach das nur so erstmal aufbaue und auch die Dinger einfach jetzt aufsplitte in zwei Kisten und ja, und das dann auch erstmal so sein lasse und nee, das war das Falsche. Das und auch mich jetzt nicht weiter darum kümmere. Denn wenn wir das dann brauchen, dann können wir das dann immer noch holen oder weiterverarbeiten. Ich will jetzt nur noch ein paar Zentrifugen aufstellen, um eben hier dieses Zeug hier zu verarbeiten. Stromtechnisch sieht es gut aus, jetzt wieder. Allerdings ist unsere Akkumulatorenreichweite oder Speicherkapazität ein bisschen gering. Und meine Baufläche, eigentlich auch hier läuft sehr gut sogar, wie es aussieht. Die laufen nur zu 50%. Die laufen so gut wie gar nicht. Aber hier ist alles voll. Das ist auch eine Unmassenkapazität und ist auf 500 Grad hochgeheizt. Also wahrscheinlich kann man jetzt hier noch deutlich mehr anschließen. Wieder. Ich habe es noch nicht probiert. In die Tanks, das ist richtig, passen jetzt Unmengen von Flüssigkeiten rein. Oh, wir müssen hier unbedingt erstmal eine Pumpe anbringen, weil das sonst ungünstig ist. Und dann muss ich natürlich auch hier wieder Öl herfahren. Und damit habe ich eigentlich auch die Aufgabe für diese Folge. Denn ich muss sehen, dass ich jetzt hier praktisch meine ganzen Farmen auch alle wieder zum Laufen bekomme. So, und der Zug hält dann hier. Theoretisch kann ich den doch auch von hier aus starten. Wenn man wüsste, welcher Zug das ist, der nee, der nee, der nee, da müsste eigentlich einer von hier drüben sein. Betriebsstoff, Fleischverarbeitung, Sulfur ist es nicht. Hier steht ein Zug, da steht ein Zug. Nein, das ist Blutladen. Das ist Hydrotin, Koksbetriebsstoff, der hier vielleicht. Ah, genau, Wegöl.
Und den starten wir mal. Der fährt aber, der muss hierher fahren. Hier steht Steine laden. Ja, na okay, dann benennen wir das um. Weg V weg Öl Nord und schicken den Zug mal los. Mit etwas Glück sollte der hier ankommen, dann kann ich den anhalten, die Pumpe setzen und praktisch hier, das müsste eigentlich laut Theorie hier sein. Und von dort aus dann kann ich ja die, das ist nicht schön, da müssen wir mal hier ein bisschen die Power Station nutzen. So. Und hier war ein Schalter, das seht ihr, aber der hat nicht funktioniert. Das hat, also doch, der Schalter hat schon funktioniert, aber eigentlich sollte das später angehen. Dann hat das hier übelst geflackert, immer der Schalter. Ich muss dann nochmal irgendwie eine Schaltung machen mit Verzögerung, dass sich das besser funktioniert. So, und jetzt haben wir das Problem, dass der Zug gar nicht dort hinkommt, weil der müsste die ganz große Schleife fahren, hier rum und hier rum. Und deshalb werde ich mal hier noch eine Kupplung reinbauen, genau in die Schleife. Und das mal so machen. Und noch ein paar Sekunden. Da ist er. Seht ihr, schon funktioniert das mit dem Zug. So schnell zurücklaufen. Und hierher. Und dann sollte ich auch hier wieder Öl haben. Natürlich funktioniert das nicht. Und außerdem haben wir jetzt allen dreien drinne. Funktioniert das, wenn ich das hier hinbaue? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist natürlich doof. Das ist echt doof. Ich glaube, die Lok habe ich noch nie neu gesetzt gehabt. Und das probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Und wenn nicht, doch, ich hoffe es, ich kann es nur hoffen. Dann, ja, werden wir gleich sehen. Koks. Für den Koks möchte ich auch noch ein neues Icon machen. Und ihr seht jetzt auch, dass die hat jetzt das neue, ja, bloß noch ein Inventory Slot, Fuel Slot. Und die Pumpen sind mein Freund hier, eindeutig. Was drinne ist, rauspumpen wird das wahrscheinlich auch ewig. Schauen wir mal, wie das jetzt ist. Ah ja. Die haben kein eigenes Inventory mehr. So und okay. Ja, hier könnte man die Flurrestriktoren reinbauen, aber das macht ja, brauche ich jetzt nicht. Und ja, das sieht gut aus. Dann können wir hier warten bis Fluid Count. Inventory empty, es sollte ja funktionieren. Oder auch nicht. Weil wahrscheinlich ist das kein ordentliches
Inventory, dann machen wir eben noch mal Fluid Count. Fluid Count geht vielleicht gleich 0. Also man muss auch, so wie es aussieht, eine Flüssigkeit auswählen. Und das ist einfach zur Sicherheit. Oder gibt es noch mal eine andere Bedingung? Nee. Nee, gibt es nicht. Klar, ich muss den Zug natürlich auch in Automatik wieder versetzen. Mein Fehler. Damit haben wir hier jetzt einen Haufen Dings und das wird wohin gepumpt? Eigentlich, ihr seht, dass das hier übelst schwankt, weil die Flüssigkeit jetzt hier in der Rohrleitung hin und her pendelt hier. Und davon bin ich überhaupt kein Freund. Deshalb habe ich das eigentlich immer versucht, mit den Einstellungen. Theoretisch müsste es das jedes Mal, wenn das jetzt hier ankommt, hier rein. Naja, es wird nie gepumpt. Das ist das Problem. Ist nur noch schlimmer geworden. Und die Rohrleitung selber balanciert nur gegen das andere. Ich könnte hier natürlich so einen Untergrundtank verwenden, weil der saugt die Leitung leer. Das ist nicht schön. Das gefällt mir eigentlich nicht, aber was will man machen? Also mich persönlich nervt das hier, das Rumgeflackere. Den meisten von euch dürfte das auch ziemlich egal sein. Wie gesagt, mir gefällt das nicht und Sache erledigt. Und dasselbe machen wir jetzt hier mit diesem Tank. Den ziehe ich jetzt auch einfach leer und lasse das dann praktisch jetzt hier über den Untergrundtank laufen. Und damit habe ich das Ganze, die ganze Sache erledigt. Also der wird jetzt leer gezogen und über die Pumpe hier dann kann ich das dann auch wieder rauspumpen und hier ins System. Dann fällt der Tank komplett weg und ich muss nur hier die Rohrleitung ein bisschen anpassen. Ja, dann machen wir das gleich so. So. Und weg, und sobald der Tank leer ist, was nicht mehr lange dauert, dann ist das Ganze rum. Also die Pumpe hält die Leitung gefüllt und die pumpen das hier raus und der Tank saugt das automatisch weg und damit ist das ganze Rumgeflacker auch weg. Schade um die Tanks natürlich wieder, aber vielleicht gibt es dafür noch eine andere Verwendung, wenn mal ein richtig voll ist. So, und dann muss ich natürlich schnell zurück, um zu schauen, was nun was mit meiner Produktion so, haben wir auch Licht am Bahnhof. Sehr schön, obwohl wir hier auch die Lampen haben. Und letzte braucht ein bisschen länger und dann muss ich dann, wie gesagt, noch schauen, was mit der Produktion allgemein ist, ob ich überhaupt noch will, meine Farben überhaupt noch laufen und ich überhaupt noch in der Lage bin, hier überhaupt Öl zu produzieren. So, und in der Zwischenzeit kann ich mal dafür sorgen,
dass ich hier in dem Gebiet noch ein bisschen schneller laufen kann. Ein Angriff mit zerstörten Minen. Das ist nicht ganz so tragisch. Das kann ich verkraften und überstehen. Was ist hier los? Roboport. Hier ist eine Verbindung. Hier ist ein Bahnhofsareal. Die Grundlampen, die funktionieren noch. Wie gesagt, schade, dass man eben jetzt auch nicht mehr so mal eine ganze Fläche so technisch machen können. Das hätte vielleicht gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Meine Mauern sind hier. Hier sind die Minen. Rot und Gelb. Mein Stromnetz hat hier den Knick. Also wir haben hier eine Hauptverbindung und hier für die ganzen Türme. Deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Hier ist der Außenposten und ich würde sagen, in den Folgen dann weiter werden wir unsere ganze Wand hier, die ganze Reihe hier hinten her verschieben. Damit haben wir den Kontinent hier gesperrt und hier praktisch auch nach oben und haben dann das Ganze hier noch als Baufläche zur Verfügung und dasselbe hier quer rüber zu den ganzen Kontinent. Für uns allein und ja, und dort kann ich dann noch ein bisschen größere Produktion aufbauen und mich mit der ganzen Sache noch auseinandersetzen. Und wir können auch etwas abgesetzt dann die Nuklearanlagen betreiben, ohne dass, ja, falls uns das um die Ohren fliegt. Und jetzt sieht man auch hier besser, wo die Steinreserven sind. Es gibt nicht viele mehr. Ah, hier hinten war ein großes, die wir natürlich dann in Unicomp auch mit umwandeln können. Ja, na klar. Wenn es braucht, sind die Fundamentale. Oder ich hatte sogar, ach so, ich hatte sowieso die genommen. Was ist hier mit dem Orange? Naja, gehen wir gleich mal hingucken noch. Bevor die Folge endet, den Power Switch brauche ich überhaupt nicht mehr. Genauso hat sich das mit den Dings erledigt. Hier sieht der Beacons ist gefixt, ist behoben. Minen habe ich im Inventar. Uran kann hier rein. So, und warum ich das jetzt so komisch gemacht habe, ist, weil ich noch hier die andere gegenüber hinsetzen lassen möchte. Und ich habe aber jetzt nie wirklich, wie man sieht, das besonders durchdacht und auch nicht auf ein Förderband gebracht. Aber für eine Anlage, die ich jetzt ja sowieso gleich wieder verlasse. Ist das nicht ganz so tragisch? So, könnt ihr in Ruhe Uran produzieren und ich weiß gar nicht, kann man hier auch Effizienz benutzen? Geht das? Ja, geht sogar relativ zügig. Das noch so ein. Was ein Witz ist das? Das macht natürlich sämtliche, also dummerweise, weil der Mod ja hier, sag ich mal, so hohe Effizienzwerte hat, ist
das natürlich ja als auch absolutes Cheaten, ne? Und ich habe immer noch keine Konvertierung gemacht von Unicomp zu Oran. Es ist noch Standard. Allerdings habe ich jetzt hier, ihr seht ja, die Werte auch verzehnfacht. Und dann können wir auch auf dem Rückweg schauen, ob das. Falsche Waffe. Nee, welche Taste ist denn das jetzt wieder? Ah, Tab. Wir sehen, die haben sich ganz schön hier vorgearbeitet. Achso, ich habe bloß einen Laser. Ich drücke immer Tab, weil bei dem anderen Spiel, was ich jetzt in der Zeit spiele, ist da, wenn man Tab drückt, kommt man da in das Baumenü und hier ist es natürlich E, oder zumindest bei mir auf meiner Tastatur. Und deshalb bin ich da jetzt ein bisschen verwirrt. Und dann werden wir noch ein paar Radaranlagen aufbauen müssen, weil das mit dem Radar hat sich ja jetzt geändert, so dass man das auf der Karte dann nur noch sieht, wenn man in Radar-Reichweite ist. Hier seht ihr das ja. Ne, und hier eben nicht. Ein Angriff hier drüben. Und darum, ja, will ich das mit den, will ich noch ein paar Radars aufstellen. Oder wir bauen das ganz große, das Ultimate vom Science. Vielleicht können wir das sogar bauen. Weil das ist ein großes Radar und das klärt das ganze Gebiet auf. Da hätte ich überhaupt keine Probleme. Weil die wachsen sowieso alle nachher wieder. Da können wir die auch alle mal beseitigen. Hier stört mich das Flackern übrigens nicht. Beim Strom hier und bei allen anderen ist das, wie gesagt. Ups, viel Spaß los hier. Ja, ich muss trotzdem noch ein bisschen aufpassen, was. Naja, kommen Sie eben in den Minengürtel. Dazu ist er ja da. Und in die Plasma Defense. Solide Arbeit. Ja, muss ich mal gucken, gibt es bestimmt noch bessere Waffen oder Roboter oder sowas, mit denen wir der hier besser Herr werden, der ganzen Sache. Oder ich baue einfach in meine Sache hier noch einen zweiten Defense Laser ein. Beziehungsweise vielleicht einen dritten sogar und da geht das ruckzuck. Ja, und die Züge haben sich hier in einen Stau verabschiedet. Und warum? Weil der Zug ein blaues Signal hat. Und er hat ein blaues Signal, weil hier ist grün, hier ist rot, hier ist rot, hier ist blau, hier ist grün. Ist rot. Ja, das tue ich mal jetzt noch schnell durch die anderen Signale ersetzen. Und es sieht tatsächlich so aus, ist irgendwie, für mich ist das mit den Signalen das einfach irgendwie einfacher und eindeutiger. Und vor allen Dingen fährt dann auch der Zug wieder. So, der hält jetzt an, weil hier der Streckenabschnitt rot ist. Der ist rot, weil hier eine Lokomotive draufsteht. Ah. Und die Lokomotive muss. Wo fahren wir die hin? Wo fahren wir die hin?
Fahren wir vielleicht mit auf den Parkplatz. Ah, da ist kein Platz mehr. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Also ihr seht, ich muss auch einen neuen Zugparkplatz bauen. Hier steht es erstmal gut. Falsche Taste. Hat nochmal kurz Schwung geholt. So, ja, ich denke, das reicht erstmal für diese Folge. Alles das, was ich probieren wollte, ist natürlich wieder nicht geworden. Aber das ist ja meistens so. Hier ist das Ultimate. 30.000 blaue Zeichen. Jetzt habe ich eine ganze Kiste voll davon. Das ist auch praktisch. Seins, 30.000. Logistik Quest und dann schauen wir einfach mal, wie viele hier kommen. Null. Nee, doch. Das ist jetzt ein wenig demoralisierend. Um das mal so zu sagen. Na gut, gucken wir später noch mal hin. Und hier, wie gesagt, muss ich unbedingt das wieder in Gang kriegen, denn hier steht alles. Und das liegt an dem Bugarken und wahrscheinlich, weil es hier verstrahlt wird, der Samen. Aber hier muss ich unbedingt nachgucken, was hier los ist, weil das bricht hier alles zusammen. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.